wir haben jetzt die Chance, wir können lernen aus den Fehlern von jedem anderen, ganz viel Zeit verbrachten mit Versuchen, versucht irgendwas zu bekommen, und Levin will uns zeigen, er wird probieren. 350 Slides, also 15 mal 6 Slides, und er ist aus Brüssel und er arbeitet bei Freiinstitut und er lehrt Robotik, der lehrt den Kurs für Robotik dort. Also, Levin, Dankeschön. So, ja, den Talk wird übersetzt. Guten Abend. Das ist... Dort könnt ihr mir finden. Ich arbeite an der Brüsseler Universität und bin an der belgischen Village. Also um mir zu erklären, dass ich da erklärt gehabt habe, Müll, ihr könnt gerne kommen, Bier, und wir können Bier trinken und diskutieren. Das sind ein paar Referenzen von Leuten, die schlauer sind. Und also es gibt Functional Design for 3D Printing von Clifford Smith, wenn man strukturelles 3D print, wie man die Sachen schnell, how to build your everything really, really fast, das ist, der macht Wasserjets und der arbeitet sehr viel mit Aluminium und sehr gute Roboter, also High-End-Roboter. Und Guerrilla Guide to CNC Machining, Mold Making and Resin. Das ist ein super Text von über kleine Räder machen für Modelle und Roboter. Und das ist, wo ich arbeite. Das ist unser Lab in Brüssel. Wir haben das normale FabLab-Equipment, wir haben Lasercutter, 3D-Drucker, wir machen unsere eigenen PCBs, wir haben Fräsen, und was ich möchte, dass Sie wissen, ist, wir sind eigentlich einen Engineering in der Schule, und wir haben das für unsere Studenten gebaut. Das ist in der Schule. Und ich bin nicht sicher, wie das aussieht in Deutschland, aber in Belgien, wir haben sehr, sehr theoretischen orientiertes Engineering Kursus. Und wir sind eine Gruppe von Lehrern und Ingenieure. Wir denken, das ist nicht okay, man kann den Diplom in Engineering und Ingenieur sein und ohne jemals überhaupt einen Schraubenzieher in der Hand gehabt zu haben. Das ist nicht okay. Also. Entschuldigung. Nun, der Kontext für diesen Talk ist, dass, damit wir das machen können, damit wir und meine Studenten machen können, wir müssen das alles billig machen. Das Bild links ist eine Prothese für einen Fuß. Es ist superbes Engineering. Es wird von einem Doktorand in meinem Uni, und das sind ca. 2000 Euro zu fabrizieren und zwei Wochen von CNC-Fräse, mir sind qualifizierte Mensch. Für einen Doktorand kann man das machen, aber nicht für jeder Student. Und rechts haben wir 300 Euro. Es gibt ein bisschen Plastik und 300 Euro. Also was wir machen ist, wir machen die Sachen billige Roboter. Und das funktioniert ganz gut. Dieses Jahr, meine Studenten müssen einen Jenga-Roboter bauen. Wir haben das gebaut in unserem Village. Und das Ziel war, einen Roboter zu bauen, der Jenga baut und Jenga spielt. Und wir haben einen Wettbewerb, und wenn das nicht funktioniert, dann habt das vergeigt mit dem Vorlesung. Ihr seid durchgefallen. Also ich bin kein Expert für irgendwas, deswegen bin ich hier ein bisschen nervös. Also ich habe das ganze Sachen als Instruktionen für meine Studenten, als Introduktion für dieser Kurs. Bevor sie starten mit dem Aufbau von deren eigenen Roboter, und ich habe überhaupt keinen Sponsor von irgendwelchen Werkzeugen, aber ich vermeide manche Werkzeuge zu zeigen. Wenn ich die Werkzeuge zeige, dann mag die Marke eigentlich. Und ich zeige mal 50 Tricks und dumme Sachen, und ich hoffe, dass ihr was davon mitnehmen könnt.
So, lass uns anfangen. 1. Nein, you can nicht alles 3D drucken. Du kannst nicht alles 3D drucken. Ja, man sagt, das wird so verkauft, aber das ist eine dumme Idee. Man sollte die Teile, wir sollten die Teile bauen für die Maschine, die das bauen wird. Das ist wahr für alle Maschinen. Und zum Beispiel, das hier ist eine Box für einen Motor mit einem Coupling. Wenn man das umdreht, das sieht schlecht aus, da sind Unterstützungen, es ist, ja, es ist ineffizient, aber das 15 Minuten, um das, es braucht 15 Minuten, um das so zu designen. Was ist da passiert? Wir haben Materie weggebaut. Wo es nicht hilft, das sind die Löcher in der Seiten. Und wir haben 45 Grad auf die Seiten, damit sieht's besser aus und das wird, das ist schneller zu drucken und das ist 50 Gramm billiger. Also ja, leichter. Also mit dem Schampfer arbeiten. Also wenn man einen Roboter baut in Plastik und nicht einen Roboter in Aluminium, man muss mit, man arbeitet mit einem weichen Materie und die Punkte, die scharfe Ecken sind da, wo die Teile kaputt gehen. Aber wenn man einen Schampfer einbaut, dann die Teile sind stärker. Und ja, PLA sieht super aus. Es sieht wirklich schön aus. Diesen neue Carbon Field Belt. Und das macht alles kaputt. Es sei denn, man hat einen Printhead, also einen Druckerkopf, der aus Metall ist. Also liest nicht die Bewertungen von der 3D-Printer. Es sind niemals die Sachen, die mich interessieren, die drin, die da. Also es interessiert mich, wie viele Köpfe da drauf sind. Es interessiert mich nicht, wie viel Materien, Farben ich drucken kann. Ich will nur wissen, wie gut das ist und wie einfach es ist zu reparieren, wenn es kaputt geht. Und sie werden kaputt gehen. Wenn du dein erster 3D-Drucker kaufst, kauf eins, das dein Freund hat, das jemand schon hat, jemand, der helfen kann, hat. Damit wird's sehr, sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel, das ist eine schlechte Idee, um eine Maschine zu bauen, in der die Struktur. Es ist mein Hexley. Ich liebe das. Ich liebe den Mann, der das gebaut hat. Ich lasse meinen Studenten bauen lassen, weil das Original ist. Es ist immer, man muss aufpassen, um das gerade zu bekommen und quadratisch. Und das ist nicht so die Art und Weise, wie man die Maschine bauen soll. Man sollte CNC-Maschinen, zum Beispiel hier einen Lasercutter und Nutzen der Genauigkeit der Maschine, damit die Teile, die gebaut werden, sehr präzise sind. Also diese eine wird eben und gerade genug sein, ohne irgendwie justieren zu müssen. Das ist deutlich einfacher zu bauen als die vorherige Version. Tut mir leid. Ich habe ein paar Folien verloren, das ist natürlich ärgerlich. Eine Sekunde bitte. Da sind wir wieder. Also, ich war bei Folie 5, jetzt kommen wir zu Folie 6. Benutze Strukturen, die für die Steifheit nicht unbedingt dickeres Material. Es geht darum, clever zu sein bei der Arbeit. Es ist von einfach nur von 3 mm MWF. Konstruiert. Es geht darum, in verschiedenen Orientierungen das Material anzubringen, um die Stabilität zu erzeugen. Verstehe die Geschwindigkeit eines Druckers. Ein Laserdrucker wird viel schneller drucken als ein 3D-Drucker.
In der achten Folie geht es darum, wenn du versuchst, große Teile mit einem 3D-Drucker zu drucken, weil er druckt kleine Teile. Also, ich möchte das jetzt erklären, das Bild. Wie ich vorher erwähnt habe, wollten wir unsere Studenten, dass sie Roboter bauen und hatten darüber Diskussionen im Kollegium, ob das zu schwierig ist, am Donnerstag. Also habe ich meinen Kollegen am Montag angerufen und gefragt, ob ich einen über das Wochenende bauen soll. Und wenn es klappt, heißt es dann, dass es die Studenten auch schaffen werden, wenn sie ein halbes Jahr dafür Zeit haben. Und er hat das diskutiert. Und das Ding ist, ich habe es übers Wochenende gebaut und schauen wir uns den mal an. Ich hatte nur einen 3D-Drucker, ich hatte nicht mal einen Lasercutter zu Hause. Also wie geht das jetzt? Du möchtest möglichst wenig Plastik wie möglich verwenden. Du willst anfangen zu drucken, bevor das Ganze designed ist, weil es dauert einfach unglaublich lange, in dem Fall 30 Stunden. Das heißt, wenn das eine Stück anfängt zu drucken, muss der Rest des Roboters noch gar nicht klar sein, noch gar nicht designed sein. Man hat dann eine Stunde Zeit, um das nächste Teil zu erstellen, bis der aktuelle Druck fertig ist. Man sollte die Zeit nutzen. Löcher sind frei, um weiter zusammenbauen zu können. Montagelöcher. Und also dieses Teil wurde gedruckt und das sind die Löcher. Das ist nicht einen Teil, das sind vier verschiedene Teile, die zusammengeschraubt sind. Man kann kleinere Teile schneller machen. Und wenn der erste Teil ist am Bauen, dann kann man sich überlegen, wo man den Motor montieren wird, und dann hat man Zeit, das sich zu überlegen. Und das ist, wenn man nutzt 10x10, das ist eigentlich kompatibel mit der Meccano. Natürlich kann man auch mit einem Lasercutter machen. Und man kann das Gleiche mit einem großen Lasercutter mit Stahl. Das ist etwas für einen anderen Lab, also das ich gebaut habe. Wir haben alles gemacht. Wir haben komplett unsere riesen Meccano gebaut. Sprechen wir mal über Löcher. Machen wir mal Drills. Locher. Also diesen Lochgötter sind dafür gebaut, um einen Zentrierungsloch. Und die sind auch sehr gut für Plexiglas, die sind super für PCBs. Wenn ihr Löcher, ihr wollt Forstner Bits, man kann die kaufen, die sind Kacke, diese sind besser. 17. Diese Art von Sachen macht Riesenlöcher mit sehr wenig Kraft und man kann die nicht schärfen, die sind nicht billig, aber man braucht dann sehr wenig Batterie, kleine Batterien. Aber man muss diesen Löcherköpfe kühlen. Wenn man einen Locher ohne irgendwelchen Kühlung, das funktioniert mit WD-40. Es funktioniert wunderbar. Und das 40 ist ein Lösung und es lubrifiziert nicht. Wenn ihr das auf ihre Kette packt, ihr habt gerade am nächsten Tag wird es wieder trocken sein, weil die ganzen Fett gelöst wird. Ihr braucht keinen 18 Volt Lipo Locher. Die sind besser als die teure von 10 Jahre her. Die werden jetzt gebaut. Bohrmaschinen.
Also das ist gemacht für Leute, die Häuser machen, Häuser machen und nutzt Lipo-Batterien und kauft billige Bohrmaschinen und macht gute Batterien drin. Also wenn ihr Sachen montieren wollt, also kleine Schrauben, dann nutzt Medical Forceps. Das ist wirklich toll. Ihr könnt auch, diese Sachen sind billig und ihr könnt die kaufen bei der Apotheke. Ihr könnt da nicht in England bekommen, aber ihr könnt fragen nach Scalpels und Forceps und ja, sie werden das einfach verkaufen. Auf der 64. Folie auf jeden Fall einen Magneten in eurer Werkzeugkiste bereithalten. Warum? Um einfach kleine Gegenstände halten zu können und sie magnetisieren zu können, damit dann die Schrauben auch an den Schraubenziehern halten. Es gibt zwei verschiedene Bohrköpfe, also entweder eine davon will mit den elektrischen Schraubenziehern funktionieren, der andere wird nicht wirklich funktionieren. Es ist wohl klar, welcher der gute ist. Und man will sie danach nie wieder verwenden. 26. Keine günstigen, billigen Cutter kaufen oder Kneifzangen, denn der Kneifer wird einfach nur kaputt gehen. Und ein guter Cutter hält ewig. Und es gibt auch für jedes Material welche. Es gibt zum Beispiel für Kupfer welche und andere Kneifzangen für andere festere Materialien. 28. Das ist mir jetzt nicht ganz klar, die Folie habe ich übersprungen. 25% größer als gedacht, designen. 29, man soll auf jeden Fall Hüllen bauen. Wenn man dann aber die langen Gehäuse zusammenklebt, kommt man nicht mehr unten hin. Man sollte nie unten an die Roboter offene Batterien anbringen. Es ist wohl klar, warum. Sie können herunterfallen. Jetzt kommt das Duct Tape und das ist nicht das gleiche wie Gafferband. Man braucht beides und muss wissen, wann man welches verwendet. Duct Tape nimmt man auf anderen Oberflächen als das Gaffer. Duct Tape kriegt man nie wieder ab. Es klebt super, aber es geht nicht mehr ab. Gaffer Tape wird zum Beispiel auch zum Kabel antapen benutzt und das hinterlässt keine Spuren und das hält trotzdem einigermaßen, aber nicht so stark wie Duct Tape. Man sollte große Flex schneiden für seine Schneidwerkzeuge nehmen. Sie funktionieren viel besser. Man sollte auf jeden Fall Schutzbrillen tragen. Und man sollte immer daran denken, sie sauber zu halten. Sie werden nur deutlich schneller schmutzig als normale Brillen, deswegen immer wieder etwas Kontaktlinsenflüssigkeit für die Reinigung in die Werkzeugkiste. 34. Man sollte die Arbeitshandschuhe eine Größe zu klein kaufen. Denn man kann mit diesen zu kleinen Handschuhen exakter arbeiten. Man kann sowohl grobe Arbeiten verrichten als auch feine Arbeiten als mit den großen Handschuhen. Und keine brennbare Handschuhe kaufen. Das ist eine ganz schlechte Idee, nämlich ein 3D-Printing kleine Plastikteile zu verwenden für die Rädchen. Denn sie müssen sehr genau platziert sein und sie werden eventuell brechen, wenn sie nicht richtig gegeneinander angeordnet sind. Deswegen sollte man Übertragungsbänder verwenden anstelle direkten Kontakt. Diese Verbindungsbänder sind viel besser zum Übertragen von Kräften. Weil die ganze Kräfte werden überteilt über die gesamte Fläche und man muss nicht so genau sein in der Montierung. Also
die müssen weniger, also die müssen nicht unbedingt genau passen miteinander. Also das erlaubt Spielraum. Immer zwei Lagern auf einen Axis, nicht eins, nicht drei, zwei. Die Lager ist nicht dafür gebaut, um die eine Rotation zu bestehen. Wenn das passiert, dann gehen die kaputt. Sie sind dafür gemacht, wie im ersten Diagramm, um den Last zu widerstehen. Und drei, drei funktioniert nicht, weil man kann die nicht in der Linie gerade ziehen. Das macht es schwieriger. Also ihr werdet sicher sein, dass ihr Design genau das, die Ausnahme dazu, ihr werdet falsch liegen. 38. Man sollte immer die Achsen vorbelasten. Das wird oft nicht stark genug betont. Wenn man auf dem ersten, auf das erste, die obere Abbildung schaut, dann kann die Achse sich drehen. Und man sollte auf jeden Fall. Das sind diese kleinen Kugeln, die helfen die Rotation. Und die haben ein bisschen Spiel. Ich muss diese Ungenauigkeit wegnehmen, indem man die zusammendrückt. Das ist die Idee für den Roboter. Das erlaubt mir, genauer zu ziehen, die zusammenzuziehen, diese zwei Kugellager. Und damit habe ich diesen Spielraum nicht mehr. Die 608 sind weniger als halb billig als jede andere Sorte von Kugellager. Weniger, weil es gibt deutlich mehr von denen in Welt als alle anderen. Das ist in jede einzelne Rollerblade. Das ist die Idee. Das ist ein ziemlich cooles Konzept. So. Das ist ein wirklich günstiger Motor und der ist unglaublich kräftig und ist wieder eine sehr günstige Variante, weil er in Autos verwendet wird. Weiß jemand, wofür dieser Motor verwendet wird? Also die Frage. Die Originalversion war ein Scheibenwischermotor, aber da ist eine Schraube am Ende und ich weiß nicht, wofür das ist, aber wir nutzen es trotzdem. Also zurück zu den einen kleinen Roboter, weil ich habe das mit dem, also mit dem Belt habe ich da ein bisschen gelogen, aber ihr System wird an der Stelle gelöscht werden, weil es gibt eine kleinere, also es gibt eine größere Kraft, weil kleinere Hebel und die Plastikkugel wird auf die Plastik, das wird einfach fallen, das wird nicht funktionieren. Also Schrauben in Plastik funktioniert einfach nicht. Also in Aluminium funktioniert das. Also der Plastik wird einfach auseinanderfallen. Also das ist besser, das ist ein bisschen, man nutzt eine schaubere, ein weiche Materie und deswegen man teilt das über eine größere Fläche. Und ja, größere Fläche, weniger Kraft. Und versteht Genauigkeit. 3D-Printer sind nicht eine, sind keine magische Lösung. Ingenieur-Standard ist ziemlich ungenau. Plus minus 1 Millimeter, also 0,1 Millimeter Laser cuttert circa so viel. Eine Drehbank und einen, wird ein Hundertel Millimeter und einen Fräse wird uns ein 0,02 Millimeter. So, das sind Beispiele. Wenn man ganz genauen Dinge, man will einen wenn man einen 3D-Printer, ihr braucht unbedingt eine Drehbank. Also die Grundlage ist, dass manche Leute haben Sachen gebaut, bevor sie zur Uni gingen. Und es gibt die Leute, die einen Drehbank haben und die Studenten, die keine haben. Das ist keine sexy Maschine, das ist nicht super, aber das ist das allergenaueste Werkzeug, das ihr kaufen könnt für wenig Geld. Ihr braucht nicht das zu bauen, ihr könnt das kaufen. Das ein kleiner ist völlig okay.
Printing mit Nylon ist absolut begeisternd, ändert alles und alles, das ich vorhin gesagt habe, das mit dem Nichtdrucken, das ist eigentlich eine Lüge. Das ist irgendwie super zwischen Plastik und Aluminium. Man kann super Ergebnisse damit erzielen. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Weiß Bescheid über den Plastik. Oft wissen die Leute nicht, dass es verschiedene Plastiksorten gibt, wie PLA, ABS. Das sind so die Basics, die Standarddruckmaterialien. Das PLA ist ein Markenname. Das nimmt man zum Beispiel für den Lasercutter. Aber da gibt es noch deutlich viel mehr, die interessant sind. Und vielleicht sollte man sie auch kennen. Polyethylen, Polypropylen und so weiter. PVC, Nylon. Und das Problem ist, ich habe nie darüber etwas zu lesen gefunden. Denn es gibt über 100 verschiedene Materialien, aber eigentlich reichen 10. Das sind die 10, die auf dieser Folie stehen. Das andere Problem habe ich mit Büchern. Plastik. Wenn ich wissen will, welche Sorte es von Plastik ist, dann ich mache es mit Riechen und Anfassen. Man soll Plastik anzünden. Wenn man das macht, dann riecht Polypropylen ziemlich gut, nämlich nach einer Kerze. Man kann damit solche Sachen machen, mit Polypropylen. Das Bild unten ist die Hinterseite und man sieht, dass es nicht so sauber gearbeitet ist. So hat man eine schöne Seite und eine Seite, die man etwas schöner machen muss. Aber man kann es verbiegen und es ist besser als Plexi und es kostet auch weniger. Es ist wirklich ein schönes Plastik. Eins der wenigsten verschmutzenden Plastiksorten, auch das sollte man wissen. PVC ist wirklich furchtbar, aber das ist wirklich ein schönes Plastik. Polystyron ist wirklich gut für die Hauskonstruktion, für die Häuser. Und das ist auch wieder billiger als das Plexiglas. Man kann es schön kleben und man kann es in verschiedenen Farben bekommen. Es ist nicht so steif, aber es ist wirklich auch ein gutes Material. PVC kennt man oft von kleinen Schwimmbädern, also kleinen wisst schon Bescheid. Und man sollte vermeiden, es zu Lasercutten, denn es wird den Laser zerstören. Es ist eins der härteren und eins der günstigeren. Und deswegen manchmal kann man kein anderes Material verwenden, aber man sollte es nicht verwenden, es ist giftig. Wenn man es aufbewahren will, dann ist es das Beste, dass man es man löst die verschiedenen Teile und man bringt die in Kontakt und der Solvent geht weg und dann hat man ein Stück Plastik. Das ist wie mit Metall, mit dieser Hitze-Ding. Der Name fällt mir nicht ein. Man funktioniert mit Polypropylen. Für ältere Plastik braucht man der richtige Solvent. Löser, Lösungsmittel. Wenn man die, also man kann das Plexi, also man kann die verschiedenen nutzen, so wie sie sind. Also Superglue härtet mit Flüssigkeit und nicht mit Luft. Und deswegen, wenn ihr da zusammen zwischen zwei Stück Plastik, das wird sehr, sehr lang dauern, um zu härten und zwischen den Finger, das kommt sofort und die Finger können nicht mehr auseinandergenommen werden. 50 macht, wenn ihr einen Lasercutter, macht einen Box für eure Projekte. Es ist
eine Sache, dass ich will, dass ihr wirklich schätzt, was ihr habt. Und das ist sehr, sehr viele Sachen von mir sind kaputt gegangen, weil ich zu dumm war, einen Box zu bauen. Und das war's. Vielen Dank. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Danke, Leven.